Hallo liebe Leute, da sind wir wieder und heute machen wir ein Unboxing von der neuen Delinero Box. Die habe ich zur Verfügung gestellt bekommen und ich habe mir gedacht, ich zeige euch das einmal und wir werden hinterher ein schönes Rezept daraus machen, hoffe ich, denn ich weiß noch nicht, was drin ist. Ja, und ich habe mir gedacht, das interessiert euch vielleicht, deswegen bleibt einfach mal dran, wenn ihr Lust habt und ja, ich starte jetzt. Wir beginnen mit einer weißen Kiste, einer weißen Styroporkiste und hier drin sind einmal die Tiefkühlsachen und zwar eifreie Mayo, vegan, biologisch und köstlich. Bin ich ja mal gespannt. Und dann haben wir hier einmal Wurst, Schinken. Bin ich ja mal gespannt. Und dann haben wir noch hier einmal Käse. Und ich liebe ja Käse, auch wenn ich laktoseintolerant bin. Aber egal, ich liebe Käse. Und das ist auf jeden Fall Primadonna. Käse, Maturo, wahrscheinlich irgendwie ein gereifter Käse. Bester holländischer und italienischer Käse. Aus Bestem. Finde ich auf jeden Fall interessant. Sieht sehr lecker aus. So eine Box hier ist eigentlich ganz cool. Da könnt ihr dann eure Lebensmittel dann kühl halten, wenn ihr, keine Ahnung, zum Strand geht oder sowas. Nehmt ein paar Dosen, tut ihr hier rein oder so. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr coole Idee. Könnt ihr auf jeden Fall aufbewahren, nicht wegwerfen. Oder wenn ihr mal, keine Ahnung, an der Tanke Eis holt oder sowas. Passt wunderbar. Dann habe ich hier noch ein Riesenpaket. Das sieht man jetzt nicht. Der Autofokus ist zu krass nah. Ich stelle das mal beiseite. Hier habe ich einmal was drin. Kein Liebesbrief, aber ein Booklet. Thema ist Benelux. Und hier könnt ihr dann, kann ich dann sehr wahrscheinlich alles nachlesen. Wahrscheinlich sehen wir auch schon die ganzen Produkte, die drin sind. Und anscheinend ist hier auch Bier drin. Premium Bier Trio. Finde ich lecker. Trink kein Bier, aber finde ich lecker. Und hier haben wir noch das erste Produkt, Gouda-Käse-Kekse. Finde ich interessant, habe ich noch nie gegessen. Sehr schön, oldschool, Frau Antje. Und dann habe ich jetzt hier, die kennen wir, Stroopwafels, also Sirupwaffeln. Das sind diese, ihr kennt die. Und ich bin mal gespannt, wie die schmecken, weil ich esse die ja nicht ganz gerne. Aber ich esse nicht allzu viel von, weil ich fast keine Kekse und sowas esse. Und geröstete Zwiebeln. Ja, kennt man meistens von Hotdogs. Dass es klassisch holländisch ist, ja, kennt man vielleicht von Frikandel Spezial. Wenn man da einmal frische Zwiebeln und Röstzwiebeln drauf kriegt. Ja, bin ich aber gespannt. Sehen auf jeden Fall sehr lecker aus. Eine sehr stylische Verpackung. Und hier sind Kekse. Seabiscuit. Okay. Mit Kokosnuss. Also Kekse, Kokoskekse. Gott sei Dank keiner aus Pferd. Dann Bier Nummer 1. Blond. Belgien, belgisches Bier. Wahrscheinlich ein helles Bier, weil blond draufsteht. Ich kenne mit Bier überhaupt nicht aus. Finde ich aber mal interessant. Und langsam kommt mir schon eine Idee, was wir gleich zu essen machen. Aber vorher zeige ich noch die zweite Flasche Bier. Triple. Und die dritte Flasche Bier, original. Und ich bin ja echt mal gespannt, wie das hier schmeckt. Und ich denke mal, ich werde das Original gleich verwenden. Und dann habe ich jetzt hier, das finde ich auch richtig geil, dieses Apfelkraut. Kennt ihr das? Kennt ihr Apfelkraut? Ich finde das mega lecker. Und das ist, ich kenne das typisch hier vom Niederrhein, also Apfelkraut oder Rübenkraut und so. Und das gebe ich auch immer in meinen Stoflist. Habe ich ja schon mal ein Rezept online. Könnt ihr gerne mal angucken. Das ist ja sowas wie Gulasch auf Belgisch. Und da kommt es auch rein. Verlinke ich euch in meiner Infobox. Dann habe ich hier Luxemburger Senf. Pikant. Finde ich sehr gut. Ich mag Senf. Leicht rötliche Farbe, pikant, könnte irgendwas mit Paprika sein oder sowas. Bin mal gespannt. Paprika-Extrakt ist drin. Und dann habe ich hier, ja, der ist typisch holländisch. Ich weiß auch nicht, die sind so fällig, die Leute da drüben. Die essen Spekulatius-Creme das ganze Jahr über. Finde ich an sich echt lecker. Aber ich persönlich kann es nur zu Weihnachten essen. Also in dieser Saison da. Und also ich finde es echt lecker. Aber wie gesagt, jetzt gerade so, wir haben jetzt den 31.8., wo ich es drehe, ist mir jetzt noch ein Ticken zu früh, auch wenn in 2 Wochen wieder bei Aldi und überall die Weihnachtssachen stehen, ab Mitte September, aber ich kann jetzt nicht essen.
Und damit werde ich jetzt auch nichts machen in dem Rezept hier, was ich euch zeigen werde. Denn ich habe mir überlegt, was ich eigentlich ganz geil finde. Das ist ja hier alles irgendwie relativ unterschiedlich. Das ist ja wie eine Herausforderung. Das ist ja wie bei Grill den Hensler hier, da den Impro-Gang. Und ich habe mir gedacht, ich nehme mir ein paar Zutaten dazu und wir machen gleich irgendwie sowas wie karamellisierte Bierzwiebeln mit Schinken und Käse überbacken im Backofen. Und das wird, glaube ich, richtig geil. Allerdings lasse ich die ganzen süßen Sachen raus. Vielleicht nehme ich zum Süßen, zum Karamellisieren etwas Apfelkraut. Das könnte ich mir noch vorstellen. Aber ansonsten, das wird auf jeden Fall nicht zum Einsatz kommen. Ja, und ich würde sagen, bin ich mit dem Teil hier fertig mit dem Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, jetzt starten wir mit dem Rezept. Starten wir mal mit 2 Zwiebeln. Und die werden erstmal runtergeschnitten. Geschält. Schneidet die runter. Und dann heizen wir parallel schon mal eine Pfanne auf. Und wir geben hier in die Pfanne ein bisschen gute Butter zum Anrösten. Und dann geben wir direkt die Zwiebeln da rein und lassen die 2-3 Minuten erstmal was anschwitzen. So, und während die Zwiebeln jetzt anbraten, machen wir uns einmal das Bier auf. Ja, ich wollte es eh probieren, aber es ist ein bisschen geschäumt. Also es schmeckt mir sehr gut. Ich trinke zwar kein Bier, aber dafür, dass ich nie Bier trinke, schmeckt es mir erstaunlich gut, muss ich sagen. Das sage ich nicht nur, weil ich die Box gestellt bekommen habe, sondern weil es meine wirkliche Meinung ist. Wir brauchen eh nicht alles, deswegen trinke ich ein bisschen davon. Ja, muss auch mal sein, ne? Und ich würde sagen, wenn die Zwiebeln angeschwitzt sind, geben wir etwas Bier dazu. Die Zwiebeln sind jetzt glasig und jetzt gießen wir erstmal so ungefähr 150 ml Bier dazu. Sieht ja schon mal richtig lecker aus, zischt schön, so soll es sein. So, und dann gucken wir mal. Apfelkraut. Wir wollen was süßes Apfelkraut dazu geben. Einen halben Esslöffel wird erstmal reichen. Weil die Zwiebeln, wenn die karamellisieren, haben die ja richtig schöne Eigensüße und ich möchte es einfach nicht zu dominant machen. Und das hier wird jetzt einfach runter reduziert, das ganze Bier soll verkochen, der Apfelkraut soll zerlaufen und die Zwiebeln sollen einfach schön golden werden. Und das ist das Ziel, was wir jetzt machen. Das kann mal so 15 Minuten dauern auf mittlerer Hitze. Und ja, ich habe schon das Gefühl, das wird richtig geil. Werden die Bierzwiebeln werden, ich weiß, das ist nicht ganz so wie im Programm von Hensler, weil wir ja nämlich auch noch ein paar Sachen dazu verwenden werden. Aber hab ich mir gedacht, wir nehmen so richtig schönes Roggenbrot. 70% Roggenanteil ist das hier. Und eine richtig schöne dicke Knifte hier abschneiden. Also das nennt man bei uns so. Und das werden wir jetzt schon mal belegen mit dieser veganen Mayo. Aber wenn wir gleich Fleisch drauf tun würden, das passt von hinten nicht, ich weiß. Aber trotzdem. Einmal probieren. Ja, vegane Mayo schmeckt fast genauso gut wie richtige Mayo. So, Fleisch. Wir brauchen Fleisch. Da bin ich jetzt ja mal gespannt. Und wenn wir da so drauflegen, sieht einfach nur kacke aus. Deswegen nehmen wir jetzt ein paar mehr Scheiben. Wir wollen ja auch satt werden. Und legen das dann einfach hier so rüber. Da sind 8 Scheiben drin, für 2 Brote, 4 Scheiben. Passt, wunderbar. Jetzt warten wir kurz, beziehungsweise wir können schon mal den Käse hier aufmachen. Bei dem Käse, den wollte ich eigentlich reiben, aber ich schneide jetzt hier einfach nur so Scheiben runter, weil der sehr bröckelig ist. Seht ihr das hier, dann wird das zerbrechen, das möchte ich nämlich nicht. So, ich denke mal 30, 40 Gramm, das sind vielleicht 20 Gramm Käse, das wird reichen. Pro Brot, also 40 Gramm für 2 Brote. So, ich feiere mich ein bisschen selber gerade. Also ich glaube, ich bin der Gott der Karamellzwiebeln. Oder Gott der karamellisierten Bierzwiebeln. Ihr seht einfach, wie richtig lecker das ist. So, und dann haben wir hier unser Brot. Ich schiebe das alles mal ein bisschen rüber, damit ihr es auch seht. Dann legen wir es hier einfach so auf unser Brot drauf, auf die Zwiebeln. Ach, auf den Schinken. Zwiebeln auf den Schinken schön drauf geben. So. Komm, machen wir es richtig fettdekadent. Nur für ein Brot. Und dann legen wir den Käse oben drauf. Backofen habe ich angemacht, 200 Grad. Weil das nämlich jetzt alles gleich nochmal schön überbacken wird. So, und da ich den Käse noch nie verarbeitet habe, hoffe ich, der schmilzt. Das wäre es die Krönung. Und das lege ich jetzt auf ein Backblech. Lass das einfach nur mal kurz knusprig überbacken.
Das hier ist das fertige Toast. Ihr seht hier schon, leicht läuft hier ein bisschen was von den karamellisierten Zwiebeln runter, weil die so saftig sind. Dann habt ihr hier oben den Käse, der zerlaufen ist, ein bisschen angeröstet, genauso wie der Schinken hier drauf. Perfekt, das Brot an Seiten ist schön knusprig geworden. Und mehr brauche ich nicht zum glücklich werden, außer ein paar geröstete Zwiebeln. Und die kommen jetzt noch einfach hier oben drauf. Und ich sag euch, das ist mein Abendessen. Ich bin richtig happy. Nur ein bisschen Deko am Rand hier. Und wenn ihr es mal nachgemacht habt, schreibt es in die Kommentare. Macht mich glücklich, schickt mir eure Fotos. Und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen. Das Rezept, was ich euch gezaubert habe, hoffentlich hat es euch auch gefallen. Sieht auf jeden Fall richtig lecker aus. Wenn ihr es mal nachgemacht habt, schreibt es in die Kommentare, teilt das Video. Wenn euch die Box gefallen hat, kauft die Box. Und dann würde ich sagen, bin ich raus. Dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.